Entschuldigung. Noch 4 Folgen oder 5 Folgen, ich hab's vergessen, wegen dem scheiß Fuß, weil ich mich verschluckt hab. Bis zur Staffelfinale. So. Wir sollen mit ihr sprechen. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Ich bin vor lauter Warten schon fast verrückt geworden. Hallo? Wisst ihr, dieser Ort steht nicht gerade weit oben auf meiner Liste von Plätzen, an denen ich am liebsten meine Zeit verbringe. Ha, mein Reden. Habt ihr auf mich gewartet? Nein. Es macht mir nur Spaß, am Tempel herumzulungern. Ich liebe all das Zähneknirschen und die Heuchelei. Ja, ich habe auf euch gewartet. Nun, freut euch nicht zu früh. Es braut sich Ärger zusammen und ich habe keinen entsprechenden Kontrakt. Also kann ich mich auch nicht offiziell einmischen. Was für Ärger? Die Leitgeborenen sind in der Stadt. Ich habe gesehen, was sie Narses antaten und ich will nicht, dass Gramfeste das Gleiche zustößt. Ich sollte mich eigentlich nicht darum scheren. Aber ich werde wohl langsam etwas weich. Ihr habt genug Einfluss, um einen mächtigen Verbündeten hier zu finden und eigene Ermittlungen anzustellen. Alma leckt mich am Arsch, möchte mit mir sprechen. Halt! Ihr habt eine Verabredung mit der Heiligen Herrin? Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Hört zu, erzählt ihr von den Leitgeborenen. Vielleicht lässt sie euch all dem nachgehen. Es würde mir eigentlich nicht im Traum einfallen, sie so auszunutzen, aber diese Sache ist zu wichtig. Und Almalexia liegt diese Stadt wirklich am Herzen. Ich werde mit ihr sprechen. Und ich werde nachsehen, ob ich herausfinden kann, wo sich die Leitgeborenen verstecken. Ich treffe euch dann im flammenden Nix, der Eckschenke südöstlich von hier. Oh, und hört zu. Kein Wort über mich zu Almalexia. Versprecht mir das und ich werde euch helfen, Gramfeste zu retten. Ich verspreche es. Betretet den Tempel des Tribunals. Oh, ich glaube, das wird das Thumbnail für die nächste Folge. Das kommt nämlich so richtig gut, auch wenn es jetzt Web ist. Wenn diese Wachschicht vorbei ist, gehe ich in den Eckladen. Genau. Oh Gott, da ist sie schon. Guck mal, wie die sich... Guck mal, das sind eigentlich nur Erzmagier, die übermächtig sind. Mehr sind's nicht. Hallo. Willkommen in Gramfeste, mein Kind. Euer Name ist dem Tribunal bekannt. Es war weise, meiner Einladung zu folgen. Was kann ich für die Mutter Morovins tun? Ihr habt meinem Volk geholfen. Und durch eure Taten habt ihr auch mir geholfen. Ich spüre, dass eure bisherigen Errungenschaften nur der Anfang gewesen sind. Meine Registrare haben euch Zugang zu dieser Stadt gewährt, aber ich wollte euch persönlich für eure Taten danken. Das wäre euch nötig gewesen. Unsinn. Ich erfreue mich daran, jene zu belohnen, die meinem Willen dienen. Möge diese Laterne euch auch in finstersten Zeiten Licht spenden. Doch ich spüre, dass euch etwas bedrückt. Sagt es mir. Zaudert nicht, auch in meiner göttlichen Gegenwart frei zu sprechen. Oh. Die halten sich sogar selbst für Götter. Es ist unglaublich. Das ist echt eine Blasphemie. Ich habe gehört, dass die Leitgeborenen in Gramfeste sind. Ich spüre, dass hinter eurer Geschichte mehr steckt. Aber ich werde nicht nachbohren. Ich vertraue auf eure Instinkte und euer Urteil in diesen Belangen. Betrachtet euch als mit meiner Autorität gesegnet. Ihr dürft die Präsenz der Leitgeborenen frei nach eurem Belieben untersuchen. Könnt ihr mir etwas über die Laterne erzählen, die ihr mir gegeben habt? Stellt ihr immer die Gaben einer Göttin in Frage? Doch ich bin in einer großzügigen Stimmung. Die Laterne braucht weder Flamme noch Brennstoff, um Licht zu erzeugen. Ihr aktiviert sie einfach und sie lässt für kurze Zeit eine Kugel der Erleuchtung an eurer Seite erscheinen. Die habe ich bereits, das habt ihr unten gerade gelesen. Das ist diese hier. Ich mach mal folgendes. So, zack, zack, das sieht dann so aus. Und schon das Licht. Jo.
Also wenn das nicht Elder Scrolls Online wäre hier oder Elder Scrolls an und für sich, würde ich schon fast sagen, das wäre ein Goa'uld. So vom Verhalten her. Gut. Sei es drum. Sprechen mit Narinjovirian irgendwie. Lalalalalalala. Oh, stimmt, den Baden müssen wir ja noch hören. Ich glaube, dann mache ich bei der 99 meinen Halt bei ihm. Der Flamme der Nix. Ich muss mal gleich mal im Internet gucken. Oben oder unten? Ah, direkt vor mir. Hallo. Wie schön, dass ihr es in einem Stück dort rausgeschafft habt. Soweit ich weiß, ist Almalexia manchmal etwas grob im Umgang mit ihren Spielzeugen. Während ihr mit der Göttin gekuschelt habt, habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Was habt ihr erfahren? Die Farm des Hauses Drees vor der Stadt ist in höchster Alarmbereitschaft. Die Wachen werden sogar schon einfachen Passanten gegenüber gewalttätig. Sie benutzen einen Kurier namens Tauravil, um ihre Bestechungsgelder an die Anführer der Häuser und die hohen Beamten der Stadt zu liefern. Ich glaube, sie haben etwas zu verbergen. Was hat das mit den Leidgeborenen zu tun? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe da ein schlechtes Gefühl wegen der Farm Drees und ich glaube, dass das alles irgendwie miteinander in Verbindung steht. Die Drees und die Leidgeborenen. Das ergibt bis zu einem gewissen Grad richtig Sinn, wenn man so darüber nachdenkt, oder nicht? Ihr wollt also, dass ich mir die Farm ansehe? Ihr kennt mich so gut. Aber wir werden den Schlüssel des Kuriers brauchen. Er holt hier oft Wein ab und liefert die Flaschen in der ganzen Stadt aus. Meist behält er aber ein oder zwei Flaschen für sich. Wir könnten das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Was schlagt ihr vor? Gift. Nun schaut mich nicht so an, es ist kein tödliches Gift. Es wird ihn nur in einen schönen, tiefen Schlaf versetzen. Folgt ihm, und sobald er einen Schluck aus seiner Flasche nimmt und umfällt, könnt ihr euch seinen Schlüssel schnappen. Ihr seid außerordentlich gerissen. Ihr müsst sicher einen effektiveren Weg kennen, um an den Schlüssel zu kommen. Ihr wolltet also wohl unbedingt Süßholz mit mir raspeln, hm? Na schön. Geht nach unten und leiht euch eine Flasche Wein für mich. Ich erledige den Rest. Wir müssen nichts tun. Gut. So, alle Elder Scrolls Playlists haben etwas gemeinsam, und zwar, dass die Folge 99, also die letzte einer Staffel, immer 30 Minuten geht. Also geht auch hier 30 Minuten. Dann weiß ich, was ich an der 99 mache, dann hören wir uns den Baden an. Hey. Wenn ich es nicht vergesse, weil die 99 ist meistens immer dann, ich sag mal, Teil einer Session. Habt ihr ihn? Ich werde den Wein brauchen, wenn diese List funktionieren soll. Hier ist der Wein, um den ihr gebeten habt. Schon gut, schon gut. Warum kommt ihr immer so nah an mich heran? Bleibt zurück und lasst mich arbeiten. Ich locke ihn nach oben. Ihr wartet einen Moment und folgt uns dann. Wenn ich das Zeichen gebe, dann geht ihr los und schnappt euch den Schlüssel. Ich finde die irgendwie cool. Wartet auf ein Signal. Oh, ich bleib hier mal hey, stehen. Hey, Schönheit. Hast du mir diese feine Flasche Wein Was? Zukommen lassen? Sprecht ihr mit mir? Nein, ich spreche mit dem anderen gut aussehenden Kerl vom Haus Drees da drüben. Hör mal, wenn die nicht von dir kommt, dann musst du mir das nur sagen und ich beweise jemand anderem. Ich bin der einzige Kurier des Hauses Drees, der Wein in Gramfeste ausliefert. Also muss diese Flasche aus meinem Angebot stammen. Sie sieht auf jeden Fall gut neben euch aus. Ihr habt Dankbarkeit erwähnt. Wie dankbar genau wollt ihr sein? Warum kommst du nicht mit nach oben und findest es heraus? Jemand muss mir schließlich beim Leeren dieser Flasche helfen. Gut, da wäre ich tatsächlich auch hinterher gerannt.
Knie dich hin, Süßer. Dann wollen wir mal etwas Spaß haben. Tja, das war ein Spaß. Hey, habt ihr mein Signal verpasst? Schnappt euch den Schlüssel. Dann holen wir uns den Schlüssel mal. Ein Bücherregal. Geht zur Form des Hauses. Jetzt brauche ich ein Bad. Ein schönes, langes Einweichen mit ein paar Gläsern von diesem feinen Wein. Keine Sorge. Ich hole euch ein und wir sehen uns dann auf dem Hof wieder. Glaubt ihr wirklich, dass ich diese Antwort als diesen Charakter nehme? Logan hätte das locker gesagt, aber die doch nicht. So. Geht zur Form des Hauses Drees. Das ist vor dem der Feste. Dann gehen wir doch mal hin. Ist immer schön, wenn man redet und dann geht dann die Luft aus, weil das Zwerchfell sich entschieden hat, mal eine andere Richtung zu nehmen als Luft. Dann geht... Awesome. Hier, für euch Wallpaper Time. Gilde braucht eure Hilfe. Ja? Eine Nachricht für euch, Kameradin. Kameradin, ich muss mit euch über eine dringende Angelegenheit sprechen. Was ist? Sieht alle Farben bittet darum, dass ihr euch schnellstmöglich zu ihr auf den Weg macht. Sie meinte, sie hoffe, einen Weg gefunden zu haben, eure Beute sinnvoll einzusetzen. Sie sagte auch, ihr würdet schon verstehen, was das bedeuten soll. Mhm. Vielen Dank. Wo kann ich sie finden? Sie und Elif warten auf euch in der Halle in Marbruck. Euch einen guten Weg. Oh Gott, das dauert aber, bis wir da sind. Was erzählt man sich denn so in der Gilde? Nicht viel, was ihr nicht schon wisst. Jede Klinge wird gegen die Daedra gerichtet. Ich habe gehört, dass letzte Woche ein großer Trupp einen Anker irgendwo in Cyrodiil zerstört hat. Eine üble Sache, weil er mitten in einem Scharmützel zwischen dem Pakt und dem Dominion eingeschlagen ist. Oh. Habt ihr sie bekommen? Ist die Einladung angekommen? Ja, hab ich. Ich benötige eine Ruhepause. Dann schalt doch einfach das Video ab. So, hey. Nee. Meine Familie unterhält einen Stall in Windhelm. Dort ist es viel schöner als hier. Hatten wir nicht schon mal gehabt? Dich wollte ich sprengen. Willkommen, meine Freunde. Mehr Tragekapazität für mich. So, wir sollen aus Gramfeste raus. Marbruck, wenn ich weiß, wo das liegt. ne, Marbruck ist ganz woanders. Da muss ich mal kurz... Scheiße, wo war denn Marbruck, bitte? Ja, ich hab's gerade vergeicht. Ich weiß nicht, wo Marbruck ist. Ups, ne, ich wollte auf Karte zeigen. Kriegergilde. Ah, das ist Grünschatten, ne? Okay, da können wir mal hingehen, aber erstmal machen wir hier fertig.